Ja, guten Morgen, mein Schatz. Ja, hallo. Hallo. Du bist so Zucker. Hallöchen, meine Lieben. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mia schläft noch. Wir wollten eigentlich auf sie warten und gemeinsam drehen, aber... Die hat irgendwie keinen Bock. Die hat gerade so ihren Vormittagsschlaf und der geht gerade... 2,5 bis 3 Stunden. Und wir haben Langeweile. Ja, wir sitzen dann da und warten auf Mia und sie wacht halt nicht auf. Sie will einfach schlafen, aber wir lassen sie schlafen. Ja. Jetzt sind aber schon 2,5 Stunden um, also ich denke, dass sie jeden Augenblick kommen wird. Wenn wir auch schon beim Thema Schlafen sind. Mia schläft seit kurzem in ihrem eigenen Bett. Ja, Mia hat ein eigenes Kinderzimmer und sie hat ein eigenes Bett. Und tatsächlich schläft sie da drin. Hallo? Uns war das ja völlig egal, ne? Also Mia hätte, bis sie 5 Jahre alt ist, zwischen uns im Bett schlafen können oder bei uns im Schlafzimmer. Aber irgendwie vor ein paar Tagen hatten wir das so, dass die abends, dass wir sie in ihr Bett gelegen haben. Auf einmal, keine Ahnung warum. Und dann hat die so gut geschlafen und ist dann erst in der Nacht um 3 gekommen. Und wir sind dann, Schatz steht hier übrigens, sind wir ins Schlafzimmer gegangen und haben seit 7 Monaten mal wieder den Fernseher im Schlafzimmer angemacht. Und ich wusste gar nicht, dass der noch funktioniert. Und haben gekuschelt und irgendwie haben wir das so richtig genossen, diese Zweisamkeit mal wieder, so als Pärchen. Ja, einfach mal Fernsehen schauen, kuscheln. Und mal wieder im Bett einzuschlafen, beim Fernsehen gucken. Extrem leise sein müssen oder solche Sachen. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, eigentlich ist das ein perfekter Zeitpunkt, die Mia in ihr Bett zu legen und sie dort versuchen zu schlafen zu legen. Und man muss sagen, es hat erstaunlich gut geklappt. Ja. Ja, und jetzt wollen wir alles... Vielleicht genießt aber auch sie einfach mal ihre Ruhe. So, ja, endlich. So, endlich bin ich da raus. Man weiß ja nicht. Jetzt wollen wir auf jeden Fall das Bett startklar machen. Wir müssen noch das Babyphone anbringen. Ich muss das Bett selber drinnen auf Vordermann bringen. Mit einer gewissen Decke und sowas, genau. Und das Beistellbett muss abgebaut werden. Also das wollen wir abbauen, weil sie erstens viel zu groß ist. Also wenn die sich so richtig lang streckt, das könnt ihr gar nicht glauben, passt die da nicht mehr rein, gell? Das ist so ein langer Lulatsch geworden. Und wenn sie bei uns im Schlafzimmer schläft, schläft sie eh zwischen uns. Und wenn sie in der Nacht aufwacht, so um 2, 3, 4 herum, holen wir sie und dann geht sie auch rüber ins Bett zu uns. Kuscheln. Weil wir sie dann vermissen. Wir vermissen sie ganz arg. Ja. Und wir sind schon Opfer, gell? Voll. So, das Babyfon, das hatten wir jetzt die letzten Tage hier einfach so ins Bett gestellt. Aber wir wollen das jetzt anbringen, damit wir sie gescheit sehen. Und ich muss hier irgendwie das Bett gescheit überziehen, weil da sind so viele Decken drin. Hallo? Wer kommt denn da? Hallo? Hallo? Ja, guten Morgen, mein Schatz. Ja, hallo. Hallo. Du bist so Zucker. Hast du gut geschlafen? Hallo. Hallo. Mal check. Check. Du bist der Kamera, hallo, danke. Sag Hallöchen, Team Harrison. Sag Hallo, Team Harrison. Hallo! Weißt du, was wir auch machen müssen? Unbedingt. Wir müssen das Bett nach unten tun. Ja. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, aber Mia... Ja, du. Aber Mia hat schon so viel Kraft, dass wenn die will, kann die sich hier festhalten und sich hochziehen. Ja? Weil sie steht schon richtig, richtig gut. Also es ist total verrückt und deswegen wollen wir das aus Sicherheitsgründen gleich nach unten legen. Ja. Und dann stellen wir das Babyphone ein. Bist du jetzt so glücklich, mein Schatz? Ha? Ich sag, ich bin ausgeschlafen. Gell? Das Bett ist jetzt unten. Das Bett ist unten. Und jetzt ist die Frage, wo kommt deine Überwachungskamera hin? Ja, und zwar bin ich jetzt am Überlegen, weil ich habe hier so 2 Löcher.
Aber ich will das noch nicht an die Wand machen. Deswegen kommt MacGyver. Und klebt es jetzt mit Tesa hier so irgendwie hin. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Doch, der Baumeister ist fertig. Schaut ein bisschen assi aus, aber ne. Ist doch egal. Da tun wir jetzt noch ein bisschen hier das Ding durchziehen, drüberziehen. Wunderschön. Wunderschön, Mia. 1A Bett. Hallo. So, jetzt gucken wir mal drüben noch das Bett an. Mia, mein Bett. Klappt es bei euch? Ja. Mia, wir bauen jetzt dein Bett ab. Ja, da bist du jetzt viel zu groß für. Du darfst jetzt im großen Bett schlafen. Ja, im großen Bett. Und den Papa schickt man ins Wohnzimmer. Meins. Du! Guck mal hoch. Papa, das ist jetzt mein Bett. Mein riesengroßes Bett. Unser Schlafzimmer sieht jetzt wieder wie gewohnt aus, wie wo wir das damals eingerichtet haben. Ja, und da kuscheln wir uns jetzt immer zu dritt einfach ins Bettchen. Und da wir die letzten Tage das Beistellbett eh nicht gebraucht haben, wird es uns auch nicht fehlen. Genau. So, und jetzt kann man hier wieder laufen. Und dann können wir uns einfach so ins Bett legen. Und kuscheln. Und die Mama hat Hunger. Oh, warte mal, ich habe ja jetzt die Seite wieder, gell? Ja, du schläfst jetzt wieder auf der anderen Seite. Okay, das heißt, das Babyfon darf auch wieder zu mir. Ja, weil Papa achtet auf dich, wenn du schläfst. Wir haben Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Und deswegen sind wir jetzt beim Einkaufen und werden uns jetzt auf die Suche machen nach etwas Nahrhaften. Ja, denn die, die uns kennen, die wissen, dass unser Kühlschrank zu 90% immer leer ist. 95%? Ja, weil wir immer unterwegs sind. Was willst du machen, ey? Wenn du den Kühlschrank mal voll machst, dann müssen wir immer vor wir wegschmeißen. Das ist Blödsinn. Ja. Auf jeden Fall hört man gerade ganz viel von diesen La Mia Grande Pizzen. Das sind die neuen Pizzen von Dr. Oetker. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal das empfohlen bekommen, jetzt auch von unseren Freunden. Und mein Bruder hat schon darüber gesprochen. Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir uns jetzt auf die Suche machen nach dieser Pizza. Oder Mia? Und dann gibt es heute lecker Pizza. Okay, Leute, wir haben sie gefunden. Die waren nicht zu übersehen. La Mia Grande Salami. Formaggi, dann gibt es noch Margarita und Spinat müsste es noch geben. Ich schmeiß die jetzt direkt in den Ofen rein, gehen dann aufs Sofa und haben einen ganz entspannten und gechillten Abend, bis Mia dann auch ins Bett geht. Ich werde uns jetzt eine Margarita machen. Genau, und eine, also mir eine Margarita. Ich bin voll der Margarita-Fan. Und Domi kriegt eine Salami-Pizza, Pikante. Der Backofen heizt gerade vor. Ich habe mir jetzt auch gerade noch die Packungen angeschaut, die eh schon mega geil ausschauen. Und bin total begeistert von diesem Satz hier. Und den muss ich euch mal vorlesen. Hier, unser Pizzateig wird nach italienischer Tradition von Hand ausgeformt. Deshalb ist jede La Mia Grande ein echtes Einzelstück. Wie krass ist das bitte? Jede Pizza ist handgeformt und die ist hauchdünn. Und die haben einen mega großen Durchmesser. Es ist ein bisschen schwierig, das euch in der Kamera so drüber zu bringen oder so zu zeigen, aber die sind echt groß. Zubereitung. Backofen vorheizen. Check. Währenddessen die Pizza auftauen lassen. Check. Und jetzt kommt die Aufbackphase. Und ohne Witz, es dauert nur 6 bis 8 Minuten. Let's do it! Schau mal bitte, wie geil. Ta-da-da-da. Und schneid mal. Aber so schneiden, dass die Salami nicht verrutscht. Warum? Ja, weil du sonst meinen ganzen Belag kaputt machst. Und das Auge isst schließlich mit. Okay, oh, das setzt mich unter Druck, Schatz. Dann hole ich ein schärferes Messer.
Ja, komm, sag mal, mit was du eigentlich immer deine Pizza schneidest. Ganz ehrlich, soll ich es mal zeigen? Nein, das machst Doch, du jetzt das nicht. Das mache ich schon, weil Schatz. Ich dir zeige, wie das funktioniert. Und glaubt's mir, jeder, der mich jetzt auslacht und es danach selbst probiert, wird dabei bleiben. Weil es ist einfach einfacher und angenehmer. Und das habe ich früher im Ghetto schon so gemacht. Im Ghetto? Mit einer Schere. Schatz, das ist richtig scheiße. Okay, kommentiert jetzt mal drunter bitte. Für alle, ich wette, es gibt welche da draußen, die das auch schon so machen. Okay, dann kannst du hier gleich weitermachen. Wir genießen unsere Pizza jetzt im Wohnzimmer und ich bin jetzt auch gespannt, was du gleich sagen wirst. Und ich habe mir meine Pizza jetzt hier hingestellt. So, hier der Domi, ohne Scheiß, der isst einfach mit Messer und Gabel. Pizza isst man mit den Händen, Schatz. Gell, Mia? So. Verbrenn dich. I love it. Ich film dich, Schatz. Für dich nicht beobachtet. Ich lass mich nicht gern. Die Pizza sieht einfach genauso aus wie die von unserem Lieblingsitaliener. Und ich sag euch, schmecken tut die ganz genauso. Also wir werden die jetzt, glaube ich, öfter in den Ofen hauen, anstatt zu bestellen. Wir können sie auf jeden Fall empfehlen. Mega, mega lecker und ihr werdet sie genauso lieben. Mm-mm. So, wir gönnen uns die jetzt noch. Wir... Entschuldigung. Wir liegen jetzt auf dem Sofa und haben die Pizza tutti, kompletti aufgegessen. Lecker war! Oh yes! Ja. Und ich muss zugeben, ich bin begeistert. Gemach! Was sagst du? Du auch. Was sagst du? Sag hallo! Wir chillen jetzt noch auf dem Sofa. Lassen den Abend noch ein bisschen ausklingen. Die Kleine geht eh bald schlafen, gell? Ja, aber ja, so sieht sie noch nicht aus. Ist das noch nicht. Ja, auf jeden Fall grüßen wir in dem Video noch jemanden. Oder mir? Ja, ich habe nämlich auch schon jemanden rausgesucht. Und zwar gehen die heutigen Grüße raus an Jacqueline Long. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Und wenn auch du gegrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Ja, und dann hoffen wir sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss. Mach jetzt Tschüss. Ciao. Tschüss. Bye, bye. Jetzt auf einmal nicht mehr, gell?